Betrüger-Auffang-Hotline, Fall hier, schönen guten Tag. Haben Sie Herr Rudiger geschlagen? Herr Fall, machen Sie Ihre Scheiße Mund zu! So, Sie ne? Was? Waffelladen? Hallo? Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Frau Neumann ist am Apparat. Ich grüße Sie, Frau Neumann. Hallo, ich melde mich von Ölprofit. Sie haben sich gerade eben bei uns registriert? Ja. Unter dem Namen Einan Anna Waffelhaben. Genau, das bin ich. Schön, Sie persönlich zu erreichen. Ich bin Ihre persönliche Account-Managerin hier. Möchte Sie herzlich willkommen heißen und auch nachfragen, ob Sie soweit alles verstanden haben. Was meinen Sie denn genau? Ich habe mich ja gerade eben erst angemeldet. Also ich habe mich jetzt noch nicht so, ich habe noch nicht so eine Übersicht gefunden, so wo vorne, unten, hinten, links, rechts ist. Oder was meinen Sie? Das Ganze läuft so ab. Also Sie haben sich ja für ein Trading-Software registriert. Das ist ein Roboter, der automatisch für Sie handelt. Man Ach investiert so. 250 Euro. Ach Mindestbetrag. So. Es geht um Trading. Ich habe, also da stand nur halt Ölinvestment. Ich dachte irgendwie, man kauft Ölanteile oder so, weil das steigt ja gerade im Preis und da dachte ich irgendwie... Ja, man kann drauf spekulieren. Ach so, das ist Trading. Genau. Ach so, okay. Dann erzählen Sie vielleicht mal ein paar grundsätzliche Sachen dazu. Weil da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Hauptsächlich, wie gesagt, tut man das Geld investieren. 250 Euro ist der Mindestbetrag, mit dem man sein Konto aktiviert. Nach oben gibt es keine Grenze. Ihr Konto ist aktiv. Die starten dann entweder vollautomatisch durch den Software... Weil Sie haben sich ja durch den Programm bei uns registriert. Das heißt, ein vollautomatisches Handel, wo man den Software nur einschaltet und dann arbeitet dieser Software nach technischen Ach Analysen. So. Und platziert dann die Signale für Sie. Oder Sie haben die Möglichkeit, auch manuell zu handeln. Bei manuellem Handel, wenn der Kunde keine Erfahrung hat, bekommen Sie von unserer Seite aus auch professionelle Unterstützung. Ja, ja, also persönlich handeln, ich kenne mich damit, wie gesagt, nicht so aus. Also weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue. Ja, da müssen Sie auch nicht. Wie gesagt, wir erhalten in dem Moment, wo Ihr Konto aktiv ist, bekommen Sie von unserer Seite aus professionelle Unterstützung. Wir machen das bei den neuen Kunden, die halt keine Erfahrung haben, grundsätzlich, weil wir möchten nicht, dass unsere neuen Kunden rumexperimentieren, ihr Glück versuchen, weil das ist kein Casino. Es ist ein Finanzinstrument und wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert, kann man da einen guten Nebenverdienst draus machen oder man kann da auch wirklich gutes Geld mit verdienen. Klingt gut. Und wir machen das aus dem Grund, weil Sie und wir auf einem Win-Win-Konzept arbeiten. Das heißt, für jeden Gewinn, den Sie machen, verdienen wir auch dazu. Deswegen, Sie müssen uns nicht vertrauen, Sie können es aber, weil Sie wissen schlussendlich, diese Leute verdienen nur von meinem Plusgeschäft. Ja, wenn Sie Minusgeschäfte machen sollten, geht das Geld an die Börse. Sie haben nichts davon, wir haben nichts davon und das ist nicht Sinn der Sache, dass ein Kunde sein Geld investiert und dass er vielleicht nach einer kurzen Zeit weg, weil keiner bleibt ja, wenn er Minusgeschäft ist. Und wie funktioniert das technisch gesehen genau? Also was passiert da technisch gesehen? Es wird jetzt je nachdem. Wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn es automatisch gemacht wird, dann entscheidet natürlich das Software, dieses Programm nach technischen Analysen und es werden dann die Trades platziert. Wenn man manuell handelt, dann kann man sich darauf konzentrieren, mit was man handeln möchte. Man hat die Möglichkeit, mit Kryptowährungen, mit Währungen, Rohstoffe, Indizes, mit Aktien zu handeln. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt die Information hat, wie beim Öl, Preis, dass er steigt, geht man dann zu der Plattform und nutzt es natürlich aus. Man platziert dann Öl auf steigenden Kurs und wartet auf das Resultat. Aber natürlich gibt es da schon eine Philosophie. Also man kann da nicht einfach so, okay, ich weiß, dass der Ölpreis jetzt steigt und es wird steigen, sondern man muss da auch ein bisschen technisch die Seite verfolgen, damit man auch den Trade sicher platziert. Also man kauft Ölanteile oder also es gibt irgendwo eine Ölmenge und die wird gehandelt oder wie? Man spekuliert auf Öl. Das ist nur eine reine Spekulation. Genau. Ach so, weil Sie vorhin gesagt haben, es ist kein Glücksspiel. Also so ein bisschen, wenn man nur spekuliert und keine Ware hat, dann ist es ja schon so ein bisschen wie Glücksspiel. Nein, es ist kein Glücksspiel aus dem Grund, weil man weiß hundertprozentig, was man da macht. Man verfolgt natürlich fundamentale Analysen und auch technische Analysen. Deswegen, wenn man jetzt als professioneller Broker da zu 100% weiß, dass ein Trade sicher ist, dann ist das keine Spekulation, sondern dann ist das Wissen. Ja, aber es gibt ja kein Produkt, kein physisches Produkt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwo Öl gibt, was dann für mich reserviert ist, wenn ich da was kaufe. Nein. Also ja, ist nicht so. Nein. Also ja, es gibt kein physisches Produkt. Es gibt kein physisches Produkt, genau. Ja, gut, das weiß ich nicht. Ist ja reine Spekulation dann, ne? Weiß ich jetzt nicht so, ob das Richtige für mich ist dann.
Wenn ich jetzt irgendwie in Schnappi-Karten hätte investieren können, dann hätte ich wenigstens physisch was in der Hand, ne? Ja, aber dafür entscheiden Sie ja natürlich selber, ob Sie das machen möchten oder nicht. Meine Arbeit ist es, Ihnen zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Und natürlich auch unsere Arbeitsweise. Und als Kunde entscheidet man dann schlussendlich selber, ob man das machen möchte oder nicht. Und wie ist so die Quote? Also wie viele der Anleger, die bei Ihnen Geld einlagern, verlieren wesentliche Teile ihres Investments? Wir arbeiten grundsätzlich nach Geldmanagement und Risikomanagement. Das bedeutet, der Investmentberater, der Sie betreut, wird Ihnen das dann auch klar zeigen. Wir arbeiten immer mit 25% von dem eingesetzten Kapital. Sagen wir mal, wenn 25% komplett ins Minus gehen sollte, haben Sie die Möglichkeit, als Kunde selber zu entscheiden, möchte ich noch weitere 25% riskieren oder möchte ich mein Konto schließen? Und wie viele entscheiden sich dafür, so prozentmäßig das dann lieber sein zu lassen und den Verlust hinzunehmen? Das passiert, in den meisten Fällen passiert das nicht. Ich kann jetzt nicht mit einer Statistik herkommen und sagen, wie viele Kunden jetzt an Minusgeschäfte gemacht haben. Weil es gibt auch Kunden, die selber arbeiten, die halt gar nicht unsere Unterstützung also wahrnehmen. Und die hinterlassen nicht mal ihre Telefonnummer oder ihre E-Mail-Adresse. Wir können die auch gar nicht kontaktieren. Und deswegen kann ich Ihnen da keine genaue Statistik geben. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass jeder zufrieden ist, weil sonst würde der Laden nicht laufen. Wie gesagt, wir profitieren nur von den Plusgeschäften der Kunden. Das ist nicht alles der Rest von dem Investmentberater, dass er da den ganzen Tag Trades verfolgt und Trades platziert. Und am Ende des Tages geht das Geld an die Börse. Wenn Sie Minusgeschäfte machen, geht das Geld an die Börse. Ja, ja. Ja, nee, also ich sag mal so, vielleicht könnten wir es so machen, dass ich vielleicht das mit einer Summe probiere, wo es mir nicht allzu weh tut, dass man das vielleicht einfach mal ausprobiert. Dass ich jetzt mal so sage, keine Unsummen, aber so eine Summe von, ich weiß nicht, ich sag jetzt einfach mal 250 € kann man mal riskieren. Günstig nimmt man das immer mal ganz gerne mit und für ein paar Euro riskiert man das dann mal oder so vielleicht. Also ich würde Ihnen empfehlen, wie gesagt, 250 € ist sowieso der Mindestbetrag, mit dem Sie starten können. Wie gesagt, Sie werden erstmal für den Anfang mit 25% davon starten, das sind ungefähr umgerechnet um die 62 € etwas. Der Investmentberater platziert dann 6 von 6 Trades für Sie, Sie warten auf das Resultat ab. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann können Sie natürlich immer weiter und weiter mit uns zusammenarbeiten. Wenn es Ihnen nicht gefallen sollte, dann sind, wie gesagt, 60 € für den Anfang vielleicht riskiert. Diese 60 € können Sie vielleicht sagen, okay, die tue ich dann einmal riskieren. Der Restbetrag ist ja da, wenn Ihnen das nicht gefallen sollte, können Sie das Ganze schließen, können Sie das Geld zurückzahlen und das war's. Mit 60 € geht auch schon? Ja, also man kann einen Trade auch mit 10 € platzieren. Das ja, ein Trade, aber ich meine Einzahlung, wenn ich jetzt eine Einzahlung tätige. Einzahlung, also Mindestbetrag, mit dem man das Konto aktivieren kann, ist 250 Euro. 250, ja, sehen wenn Sie. Das Konto aktiv ist, dann kann man 10 Euro in einem Trade platzieren, 20 Euro, 30 Euro. Ja, ja, gut, nee, aber mein Risiko sind ja dann die 250 Euro. Die würde ich dann mal sozusagen als Spielgeld mal einsetzen. Okay. Was für eine Zahlungsmöglichkeit benutzen Sie denn? Machen Sie das durch die Kreditkarte oder machen Sie das durch Banküberweisung? Ach so, ja, Kreditkarte müsste ich auch noch irgendwo haben, aber ich dachte jetzt an eine Banküberweisung. Oder geht das auch per Lastschrift? Dann würde ich Ihnen meine Bankdaten geben. Nein, ich brauche sowieso Ihre IBAN-Nummer. Ja, dann gebe ich Ihnen meine Bankdaten und Sie ziehen das dann per Lastschrift ein. Das wäre das Einfachste. Nein, das können wir nicht. Wir können nur Ihnen unsere Bankverbindung rüberschicken. Das heißt, Sie können Online-Überweisung machen. Ja, per SEPA dann, per SEPA-Überweisung. Aber wäre es nicht viel einfacher, wenn Sie das jetzt einfach per Lastschrift einziehen, weil dann könnten wir es jetzt direkt machen. Ja, aber das machen wir nicht. Warum das denn nicht? Ja, das wird halt nicht gemacht, weil sich Kunden bei verschiedenen Plattformen wurden Kunden halt abgezogen, mit Kreditkarte, mit alles Möglichen. Und deswegen möchten wir gar nicht so in so eine Art gehen, also wenn man den Kunden bei dem Kunden schon verlangt, weil jetzt, wenn wir die Bankdaten rüberschicken, muss ich ein Ticket für Sie öffnen. Ich brauche von Ihnen die IBAN-Nummer und Ihre Adresse. Und schon da fangen die Kunden an zu zweifeln und zu sagen, okay, nee, was wollen Sie mit meiner IBAN-Nummer? Wir können mit einer IBAN-Nummer nichts anstellen. Also die brauchen wir nur für eine Ticketeröffnung bei der Bank. Und naja, ich gebe Ihnen ein Lastschriftmandat und dann ziehen Sie die 250 € ein. Das können wir doch so machen. Das geht aber nicht. Ja, warum, war meine Frage. Wir machen das nicht. Aber Sie haben doch gerade selber gesagt, dass Sie die IBAN brauchen. Wofür brauchen Sie die? Die brauchen wir nur für eine Ticketeröffnung. Ja, aber was für ein Ticket?
Jeder Kunde von uns hat ein eigenes Ticket und einen eigenen Verwendungszweck. Das heißt, ach so, mit ihrer IBAN-Nummer und mit ihrer Adresse wird ein neues Verwendungszweck für sie eröffnet. Okay, dass sie auch sehen können, dass die Überweisung, dass sie die zuordnen können. Genau. Dann kann ich Ihnen jetzt hier einfach mal eine IBAN geben, ne? Dann brauche ich erstmal bitte die Adresse von Ihnen. Ach so, die Adresse. Ja, das ist hier bei mir zu Hause. Das ist der Kemmernweg 28. Postleitzahl bitte erst. Ach so, das ist 13583 Berlin. 13583. Dann suche ich schon mal die Karte. Spandau. In Spandau, genau, ja. Das war Kemmernweg? Kemmernweg 28. 28, okay. Hallo? Ja, ich bin dran. Ja, Kemmernweg 28. Ja, ich warte auf die IBAN-Nummer. Ach so, die IBAN. Ja, IBAN kann ich Ihnen nennen. Also IBAN ist hier die DE. Ja. Dann 3774. 3774. 35. 143. 143. 00. 00. 340. 340. 1613. 1613. 48. 48. Das ist die Sparkasse in Rottal-Inn. Ich wiederhole, DE37-74-35-14300-340-16-1348. Jawohl, das ist er. Genau. Okay, super. Gut, dann tue ich jetzt einmal die Bankdaten vorbereiten. Das heißt, ich leite das kurz an die Finanzabteilung weiter. Wir brauchen jetzt 5 bis 7 Minuten, sagen wir mal, bis ich Ihnen die E-Mail rüberschicken kann. Wunderbar. Und ich würde Sie dann bitten, dass Sie mir von der Überweisungsbestätigung ein Foto an meine E-Mail zurücksenden. Wenn die Überweisung da ist, können wir das immer einordnen. Wir haben auch eine Bestätigung da, die wir dann überprüfen. Und das ist dann immer alles transparent und auch besser so. Ja, meine E-Mail-Adresse haben Sie? Ich habe hier peter-reutner@web.de. Das ist die E-Mail-Adresse von meinem Ex-Freund, genau. Die verwende ich auch immer noch. Okay, ja. Gut. Und bei Ihrem Namen, Nachnamen, kann ich das auch so reinschreiben, wie das jetzt hier eingegeben ist bei der Plattform? Oder haben Sie... Also, ich heiße Anna mit Nachnamen, habe aber geheiratet und deswegen Anna Waffelaben. Aber es müsste beides gehen. Also, wenn Sie sagen, ein an Anna oder ein an Anna Waffelaben, das müsste beides gehen. Okay, kein Problem. Dann tue ich das so eingeben, weil wir brauchen das natürlich dann wegen der Überweisung. Muss da der richtige Name sein, aber wenn Sie sagen, Sie sind verheiratet, dann ist auch alles gut. Glückwunsch. Danke. Ist ja endlich erlaubt jetzt, wurde auch Zeit. Ja, dann tue ich das jetzt hier einmal so alles eingeben und eintragen. Ich leite das weiter an die Finanzabteilung. Ich sag mal, bis zu 7 Minuten sollte die E-Mail auch bei Ihnen einkommen. Und dann können Sie die Überweisungsbestätigung rüberschicken. Mhm. Wunderbar. Also, alles klar. Ich werde Ihnen auch einen Bonus von 50 Euro gut schreiben. Das ist ein Tagesangebot für heute, die Sie von uns erhalten. Oh, das ist ja nett. Ja. Vielen Dank. Alles gerne. Und sobald das Geld dann angekommen ist, melde ich mich nochmal persönlich bei Ihnen. Ich gebe ihm Bescheid und dann machen wir den Termin beim Berater und dann meldet er sich, er stellt sich vor, er erklärt Ihnen, wer er ist, was er macht, was er bis jetzt gemacht hat, damit Sie auch Ihren Ansprechpartner haben, quasi, weil wird ja auch Ihr Freund für die Zukunft sein. Jemand, der halt mit Ihrem Geld arbeitet und der sollte auch eine vertraute Person sein. Mhm. Und deswegen müssen Sie sich kennenlernen und dann können Sie aber per E-Mails oder per Telefon Kontakt halten. Ja, E-Mails gucke ich eigentlich nicht so oft nach. Also dann, wenn ich weiß, dass eine E-Mail kommt, okay, aber ansonsten vielleicht einfach anrufen. Ah, okay. Ja, ist kein Problem. Dann machen wir erstmal den Termin für das erste Gespräch und danach machen Sie die Termine dann immer mit. Also wir machen jetzt schon einen Termin fürs erste Gespräch? Sobald das Geld ankommt, melde ich mich nochmal. Also dann melden Sie sich nochmal und dann geht's los mit dem Geldverdienen und dem Reichwerden. Genau. Ja, wunderbar, genau, ja. Alles klar. Alles klar. Ja, alles klar. Okay, super. Jo. Dann bedanke ich mich. Ich bedanke mich auch. Ebenso. Gerne. Tschüss. 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 Ja? Herr Waffelhaben? Ja? Ich wollte mich erkundigen, ob Sie die E-Mail erhalten haben. Ach so, habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Warten Sie, kann ich aber jetzt mal eben direkt machen. Okay. Schuldner NRW, das sind Sie nicht, ne? Nein, Christina Neumann. Neumann, genau.
Christina Neumann. Genau. Oh, sie sind im Spam-Ordner gelandet, deswegen. Christina Neumann, okay. Bankdaten. Genau. Anwalt, wir telefonieren, sende ich Ihnen die Bankdaten, senden Sie mir den Beleg zurück. Ja, alles klar, dann mache ich das gleich eben fertig. Okay, beim Verwendungszweck bitte beachten, nur diesen Verwendungszweck eingeben, nichts anderes. Jo, alles klar. Okay, super, jo. Gut. Alles dann, klar. Tschüss. Danke, ciao. Ja, ja? Hallo, Herr Waffelhaben? Ja? Ich bin wieder die Frau Neumann. Ich grüße Sie. Ja, ich habe von Ihnen noch nicht die Überweisungsbestätigung erhalten. Haben Sie es nicht geschafft, oder? Also, ich habe die Überweisung jetzt gemacht. Okay, können Sie mir bitte die Überweisungsbestätigung schicken? Also ein Foto, ein Screenshot? Ach so, wozu brauchen Sie das? Wir brauchen das, damit wir die Überweisung einordnen können, wenn das Geld da ist. Aber wir haben ja den Verwendungszweck, da sehen Sie das ja eindeutig. Also es sollte, genau, also morgen sollte das eigentlich schon da sein, also. Trotz allem brauchen wir eine Überweisungsbestätigung als Foto von dem Kunden. Aber wofür jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Das brauchen wir. Ja, wofür? Also die Bank braucht es, um zu sehen, dass die Überweisungen gemacht worden sind. Man braucht als doch Bestätigung, nicht... einfach nur als Bestätigung. Wenn Sie da irgendwas im Kontoauszug haben oder andere Beträge, die können Sie schwer... Nur die Transaktion, die Sie bei uns gemacht haben, die müssen wir sehen. Also ich habe jetzt die Überweisung getätigt. Und wir hatten ja extra einen Verwendungszweck ausgemacht. Und den habe ich auch genau. angegeben. Genau. So, und wenn jetzt bei Ihnen die Überweisung haben. Eingeht, dann sehen Sie ja den Verwendungszweck. Okay, ist das in Ordnung für Sie, wenn Sie wenigstens die Verifizierungsunterlagen rübersenden? Das ist ein Muss. Was ist das, Verifizierungsunterlagen? Das Konto muss vollständig auf Ihrem Namen laufen, weil es gibt ein Geldwäschegesetz. Deswegen brauchen wir einen Personalausweis und Vorder- und Rückseite oder Reisepass und eine Rechnung nicht älter als 3 Monate. Ja, das hätten Sie ja mal vorher sagen können. Damit kommen Sie jetzt raus. Das hätten Sie ja mal vorher sagen können. Wieso ist das ein Problem für Sie doch? Ja, ich habe halt gedacht, ich überweise da 250 Euro und dann läuft das mit dem Reichwerden. Aber ja, jetzt sagen Sie im Nachhinein, jetzt kommen Sie erst damit raus. Warum haben Sie das denn nicht vorher gesagt? Weil das nach der Kontoaktivierung gemacht wird, die Verifizierung. Das ist klar, man muss... Ja, aber das hätten Sie ja sagen können, dass man das machen muss. Ja, Entschuldigung, habe ich nicht erwähnt. Habe ich nicht jetzt mit Absicht gemacht, weil normalerweise ist das die Prozedur. Keiner von den Kunden macht ein Problem damit. Was brauchen Sie denn da alles? Ich schicke Ihnen eine E-Mail rüber. Ne, sagen Sie es doch. Wieso denn immer E-Mail? Sagen Sie es doch einfach. ein Personalausweis oder Reisepass, also ein Identitätsnachweis, Vorder- und Rückseite in Farbe und eine Rechnung nicht älter als 3 Monate. Strom, Wasser, Gas, Festnetzrechnung, Meldebescheinigung, etwas, was Ihren Wohnsitz nachweist. Und das muss ich Ihnen per E-Mail schicken, oder wie? Ja, als Anhang an meine E-Mail schicken. Ja, ich überlege mir das. Wenn das Geld morgen eingeht, Sie können ja dann morgen vielleicht nochmal anrufen, ob das Geld dann angekommen ist. Und dann würde ich mir das dann überlegen, ob ja oder nee. Okay. Jo, rufen Sie mich dann morgen nochmal an? Ja, auf jeden Fall. Ja, wie spät? Wenn da morgen nichts ankommt, ohne die Bestätigung, kann ich ja nicht wissen, ob Sie das auch gemacht haben. Ja. Und deswegen... wenn was ankommen sollte, dann gebe ich ihm Bescheid. Wenn nicht, dann nicht. Und wie spät rufen Sie mich dann ungefähr an? Ja, je nachdem, wenn das Geld ankommen sollte. Ja, ungefähr. Also, dass Sie nicht morgen um 8 anrufen, sondern... Ich arbeite nicht bei der Bank. Ja, aber wir können doch eine Uhrzeit ausmachen, wann Sie dann anrufen. Dass Sie nicht morgens um 8 durchklingeln, sondern dann, wenn ich auch da bin. Ach so, wann sind Sie denn morgen erreichbar? Ne, deswegen frage ich Sie, wann würden Sie denn anrufen dann? Also ich bin von 10 bis 18 Uhr, kann ich Sie anrufen. Ich mache einfach einen Termin aus, wann ich Sie anrufen soll. Sagen Sie mir, wann Sie erreichbar sind. Ja, dann machen wir das doch einfach morgen Abend 17 Uhr. 17 Uhr, okay, davon bleiben wir so. Alles klar. Okay, ja, kein Problem. Jo. Einen schönen Tag dann. Ich wünsche Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja. Wie heiße ich denn nochmal? Waffelhaben? Hallo, Herr Waffelhaben. Guten Tag. Frau Neumann ist am Apparat. Ich grüße Sie, Frau Neumann. Hallo. Wir hatten ja 17 Uhr abgemacht. Ja, genau. Passt das, super. So, das Geld ist noch nicht angekommen. Okay. Aber ja. Freitag eigentlich, Donnerstag, Freitag.
Ja, eigentlich sollte es. Kann vielleicht bis Montag dauern? Ja, genau, das kann sein, ja. Okay. Ja, Sie baten mich ja darüber nochmal nachzudenken. Wegen ob der ich, Unterlagen, ja? Ja, genau, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe auch nochmal mit meinem Freund gesprochen und der hat gesagt, ja, weiß er auch nicht, also er ist da auch unsicher. Und okay. Deswegen. Ich erkläre Ihnen nur, Herr Waflaben, die Unterlagen, also die dienen nur dazu, weil wenn man auch ein Konto eröffnet bei der Bank, muss man sich ja verifizieren. Das heißt, ein Identitätsnachweis, Wohnsitznachweis, das wird ja immer verlangt und das ist genau derselbe Fall hier. Also es wird nur als Verifizierungszweck genutzt. Mhm. So, und wenn das Konto vollständig verifiziert ist, dann haben Sie vollen Zugriff drauf, weil sonst, wenn man sich nicht verifiziert, dann gilt das als Geldwäsche. Es gibt ein Gesetz dafür, die Geld halt irgendwo überweisen, Profite davon abschließen, aber sich nicht dafür verifizieren. Und nur deswegen, das ist der Zweck oder der Sinn der Sache, dass man sich verifiziert. Ansonsten, wenn Sie dagegen sind, dann müssen wir Ihnen natürlich das Geld auch zurücksenden, mhm, weil wir möchten keine Schwierigkeiten deswegen haben. Ja, das verstehe ich. Ja, nee, das wäre dann vielleicht auch eigentlich ein ganz guter Kompromiss. Mein Mann meinte halt, er fand das halt ein bisschen komisch. Also ich hab sie ja gefunden über eine Google-Recherche und dann diese Webseite, die hat wohl kein richtiges Impressum und so. Der kennt sich damit so ein bisschen aus, der hat sich das mal angesehen und hat dann gesagt so, ja, dass ich halt das nicht machen sollte mit den persönlichen Daten und dass sie dann lieber, wenn das Geld dann angekommen ist, mir das zurücküberweisen. Ja, also mit Ihren Daten kann man sowieso nichts machen. Also, weil auch wenn Sie Ihren Personalausweis rübersenden, was soll man mit einem Personalausweis von irgendjemandem machen? Was kann man damit machen? Das macht ja keinen Konto Sinn. Eröffnen oder sich Pakete liefern lassen. Das nützt nichts. Also auch wenn man Kontoeröffnung macht, es nützt gar nichts. Das macht keinen Sinn. Ja, aber so, wenn es keinen Sinn macht und keinen Nutzen hat, warum brauchen Sie das dann? Das dient für die Verifizierung da. Damit Sie sich verifizieren, Sie haben das Konto selber erstellt. Wir haben das nicht für Sie erstellt. Ja, aber Sie sagen ja gerade selber, dass es halt im Grunde genommen gar nichts nützt und man dann ja auch gar nicht wirklich wissen kann, ob ich das bin. Ne? Ich könnte meine, Ihnen ja auch den Ausweis von irgendjemand anderem senden. Für uns nützt das nicht, weil wenn wir zum Beispiel mit Daten von anderen Leuten irgendwas machen können, wenn wir zum Beispiel jetzt mit Daten von anderen Kunden, die in der Vergangenheit uns Daten gesendet haben, sagen wir mal die Personalausweise. Wenn das so einfach wäre, dann könnten wir einfach ihren Namen, Kontonamen hier einfach ändern und einfach einen Personalausweis von jemand anderen benutzen. Aber wir können das nicht machen. Wir haben auch eine Aufsicht. Leute passen auf uns auch auf. Also deswegen wird ja von jedem Kunden verlangt, dass er sich selber verifiziert, damit natürlich auch alles vollständig auf seinen Namen läuft. Mhm. Weil schlussendlich, wenn Sie dann eine Auszahlung machen möchten, möchten Sie das auf Ihrem Namen machen, nicht auf unseren Namen. Ja, auf mein Konto dann schon wieder, klar. Eben. Also Sie sagten gerade, müssen Sie sich verifizieren, weil sonst möchten Sie ja bestimmt kein Problem mit dem Staat haben, weil Sie Geldwäsche irgendwo machen. Ja, das stimmt natürlich. Also das muss schon wasserdicht sein auch, genau, auf jeden Fall. Ganz genau. Sie haben gerade gesagt, Sie werden beaufsichtigt. Wer beaufsichtigt Sie denn? Natürlich. Es gibt eine Lizenz, die wir tragen und die wird von der BaFin dann auch die verfolgt. BaFin. Und die wird natürlich, genau. Okay, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir machen das so, wenn das Geld, also ich gehe mal davon, also man sagt ja immer so, SEPA, das dauert so 1 bis 2 Tage, jetzt ist erstmal Wochenende. Genau. Dann lassen Sie uns doch so verbleiben, wenn das Geld dann angekommen ist, dann können Sie mich ja nochmal anrufen, Frau Neumann, und dann besprechen wir alles Weitere dann. Okay. Alles klar. Okay. Jo. Meine E-Mail haben Sie, wenn Sie was brauchen, können Sie mich anschreiben, ansonsten melde ich mich dann, wenn das Geld da ist. Aber genau, ohne die Verifizierungsunterlagen können wir auch nicht weiterarbeiten, wir werden das Geld dann wieder zurückschicken. Ja, okay. Weil wir das nicht so machen. Nee, aber es wäre besser, wenn Sie nochmal anrufen, weil dann weiß ich zumindest an dem Punkt schon mal Bescheid, dass es angekommen ist. Kein Problem, ja, auf alles jeden Fall klar. Gebe ich Ihnen Bescheid. Super, das ist lieb, vielen Dank. Kein Problem, jo. Dann wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Ebenso. Und Ihren Partner auch. Ebenso, tschüss. Alles gerne, tschüss. Mal gucken, wie lange ich die noch hinhalten kann. Vielleicht ruft sie ja am Montag tatsächlich nochmal an. Ja. Hallo? Ja, hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Sarah Beger. Ich spreche gerade mit Waflaben. Ja. Ich grüße Sie. Ich melde mich vom Blog
Waschlappen. Das bedeutet, sie haben früher bei Onlinehandel investiert, aber sie haben keine Rückzahlung erhalten, ja? Mhm, ja. Also haben sie schon einmal oder mehrmal investiert? Eine Zahlung war das doch. Wie bitte? Eine Zahlung war das doch. Einmal. Schon lange her, oder? Ein paar Tage. Ist das doch eine Woche her, oder was? Und was ist passiert? Haben Sie schon die Anrufe bekommen, was mit Ihrem Kapital gemacht wird? Das verstehe ich jetzt nicht. Wer sind Sie denn überhaupt? Also, mein Name habe ich Ihnen gesagt. Mein Name ist Sarah Becker und ich rufe Sie vom Blockchain. Ach so, aus der Blockchain direkt. Genau, vom Blockchain. Blockchain ist ein Unternehmer. Sarah Becker aus der Blockchain. Wie bitte? Sarah Becker aus der Blockchain. Genau. Ja, genau. Also wir arbeiten mit abgelehnten Transaktionen. Mhm. Das bedeutet, dass viele Kunden haben Investitionen in unlizenzierte Unternehmer gemacht. Ja. Okay. Also was ist passiert dann mit Ihrem Kapital? Haben Sie schon die Anrufe von den Anbietern bekommen, wo Sie das Investitionen gemacht haben? Also ich muss jetzt nochmal nachfragen. Sie heißen Sarah Becker und Sie rufen aus der Blockchain an, richtig? Ja. Das ist, glaube ich, ein passendes Lied dazu. Wie bitte? Ich denke, das ist ein passendes Lied dazu. Was meinst du Sie damit? Ja, das Lied, was ich gerade abgespielt habe. Ist doch legendär. Das passt doch dazu ganz gut. Okay. Frau Becker. Also, haben Sie schon Anrufe bekommen von den Anbietern, wo Sie das Investitionen gemacht haben? Von welcher Firma rufen Sie denn überhaupt an? Habe ich schon dreimal bis jetzt gesagt. Nee, haben Sie nicht. Haben Sie nicht gesagt. Nee, haben Sie nicht gesagt. Was haben Sie nicht? So. Nennen Sie doch mal den Namen Ihrer Firma. Hab ich doch gesagt. Haben Sie schon Legen Sie sich mal einen anständigen Tonfall zu und bleiben Sie mal ruhig Hallo. Und nennen dann den Namen Ihrer Firma, bitte. Ich bin doch ruhig. Sie haben doch bis jetzt dreimal gefragt. Von welcher Anbieter ich rufe an. Ja, und Sie haben's mit, haben mir die Frage ja nicht beantwortet. Gesagt, meine Name, meine Nachname. Sie ja, Sarah Becker. Wie? Und der Name Ihrer Firma lautet wie? Boah, ey, das ist ja... Also, unglaublich. Unglaublich, Leute. Wirklich. Ja? Hallo, einen schönen guten Tag. Da spreche ich mit dem Herrn Wavlaben. Ja? Sie sind Herr Wavlaben. Schön, Sie am Apparat zu haben. Mein Name ist Fabio Lanza. Ich rufe ihn an im Auftrag auf Blockchain-System. Es geht über eine unbestätigte Transaktion, dass Sie in unser System haben. Sie haben einen Ruf erhalten von meinem Kollegen noch. Ich weiß nicht, ob Sie rechtzeitig informiert sind. Von welchem Kollegen? Sie haben einen Anruf erhalten von Sarah Becker, glaube ich, ja. Von wem? Von Sarah Becker. Sarah Becker, ja, genau. Genau, und er hat ihn informiert über eine unbestätigte Transaktion, dass Sie in unserem System haben, Herr Wavlaben. Mhm. Es handelt um eine Menge, das bei uns blockiert ist, eine Menge in Bitcoin. Wollte ich fragen, ob Sie weiter mit dem Auszahlungsprozess starten wollten oder nicht? Was für eine Auszahlung? Es geht um eine Menge in Bitcoin, das bei uns blockiert ist. Herr Wavlaben, ein Betrag in der Höhe 0,84 Bitcoin ist bei uns gelandet für Sicherheitsgründe, weil jemand anders hat versucht, auszahlen zu lassen. Das natürlich hat nicht geklappt, weil ihre Daten sind nicht korrekt eingetragen und die Prozessgebühr hat auch nicht ausgereicht. Und nein, die Menge ist sofort storniert und als abgelehnt beim Blockchain-System gelandet. Das heißt dann wieder, das hat versucht, die Auszahlung zu tätigen. Ihr Broker, wo Sie damals Investitionen getätigt haben? Oder nein, das war so. Hat Ihre Daten,
Entschuldigung? Das war so, ich hatte ja Geld überwiesen und habe mich dann aber, weil ich davon so wenig verstehe, dagegen entschieden. Und dann sollte das zurücktransferiert werden. Das war doch der Stand. Ach so. Wo haben Sie Geld überwiesen? Entschuldigung, Herr Waflaben. Ja, und die IBAN, die mir da gegeben wurde. Da habe ich das Geld hingesendet und dann ging es um eine Verifizierung. Da hatte ich mich dagegen entschieden und dann war ich mit Frau Becker so verblieben, dass mir das Geld zurückerstattet wird. Mit Frau Becker? Ja. Nein, nein, Sie haben keine Überweisung getätigt, Herr Waflaben. Also noch nicht die Unterlagen gesendet. Genau. Das wollte ich ja nicht mehr machen, deswegen hatte ich gebeten und die Frau Becker hat mir bestätigt, jawohl, das machen wir, dass das Geld dann zurücküberwiesen wird. Herr Waflaben, muss man ein paar Schritte folgen. Natürlich ist es anders, meine Auszahlung, meine Menge, das ausbezahlen wird muss. Und natürlich erstmal muss die Identität überprüft werden. Ja, eben. Muss man auch den Status von der Transaktion ändern, vom unbestätigt, invalid, unerledigt, nach bestätigt werden. Sonst können wir nicht weiter mit dem Auszahlungsprozess starten. Naja, ich habe Ihnen das Geld ja überwiesen und ich möchte Sie jetzt bitten, das auf die gleiche Bankverbindung einfach zurück zu überweisen. 1:1. Die Frau Becker ist nur 2 Meter neben mir und Sie haben kein Geld überweisen bei der Frau Becker, Herr Waffler. Ja, wenn die Frau Becker daneben Ihnen ist, warum telefoniert denn da mit Ihnen? Dann geben Sie mich mal rüber an die Frau Becker. Sie spricht gerade, sie ist am Gespräch. Ich werde Sie Bescheid geben und Sie soll Sie nochmal in ein paar Minuten wieder zurück. Okay. Okay, dann in Ordnung. Dann... Jo. Ja. Ciao. Waffelladen? Ja, hallo, Herr Waflaben, die Sarah Becker ist am Apparat. Sie haben dort gerade mit meinen Kollegen gesprochen, mit dem Herrn Fabulanta. Genau. Also, okay. Wo haben Sie dann denn Investitionen gemacht, wenn ich fragen darf? Na, bei Ihrer Firma. Nee, bei welcher Firma? Wie Blockchain. Heißt die Firma? Blockchain. Nee, Blockchain ist keine Online-Handelunternehmer. Doch. Nein. Beim Blockchain haben Sie keine Investierung gemacht, weil Blockchain arbeitet mit abgelehnten Transaktionen. Ach so. Das bedeutet, viele Kunden sind betrogen von unlizenzierten Plattformen, wo man kein Geld zurück an den Kunden gegeben ja. hat oder keine weiteren Anrufe. Ich bin hier gerade auf deinemutterwitze.com. Hier sind die Top 10 deiner Mutterwitze. Soll ich mal vorlesen? Ist sehr lustig. Ja, hier steht, deine Mutter ist so arm, dass sogar die Enten sie mit Brot bewerfen. Knallergeck, also, oder? Sie können erst meinen Arsch lecken. Ja. Und sie deine Mutter ist so fett, immer wenn sie High-Hells ausgeht. Wenn sie mit High-Hells, okay, ausgeht, kommt sie mit Flip-Flops zurück, okay? Ja. Raus aus Deutschland, Wichser. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name... Aber ich bin froh, dass sie schnell wieder aufgelegt hat, weil das kann man ja nicht lange ertragen, ne? Ich widerrufe hiermit. Guck mal, in deinem Programm da, ne, vor deinem Computer, da ist so ein roter Button. Da musst du jetzt draufklicken. Tschüss, du Betrüger.